Klimamodelle stellen das Klimasystem im Computer dar. Das bringt natürlich einige rechentechnische Herausforderungen mit sich. Mit diesen wollen wir uns nun beschäftigen. Dazu begrüße ich mit Matthias Langer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Er ist hier Leiter der Abteilung Systemadministration und verantwortlich für den Bereich des High-Performance-Computing. Guten Tag. Guten Tag. Vielleicht können wir mit der folgenden Frage einsteigen. Wie groß ist denn das rechentechnische Problem in der Klima- und Wettermodellierung eigentlich? Ja. Grundlage für die Klima- und Wettermodellierung ist die mathematisch-physikalische Beschreibung des Atmosphäre-Erdsystems. Die Beschreibung der Atmosphäre und des Erdsystems durch mathematische Gleichungen, die gelöst werden, erfordert besondere Techniken und besondere Herausforderungen, was die Rechenleistung der Computer angeht. Wie kriege ich jetzt die hohe Rechenleistung zusammen? Das ist traditionellerweise ein High-Performance-Computer. Was charakterisiert ein High-Performance-Computer? Das ist nicht nur die hohe Rechenleistung an sich, sondern die generelle Struktur. Ein High-Performance-Computer ist speziell dafür designt, dass ich über Parallel-Processing-Techniken die Aufteilung der Arbeit auf verschiedene Rechenprozessoren und verschiedene Rechenelemente machen kann. Wenn ich jetzt meine Atmosphäre aufteile in verschiedene Gitterzellen, ist die einfachste Art der Parallelisierung, indem ich den Prozessoren verschiedene Anzahl von Gitterzellen zur Verfügung stelle und die rechnen alle nebeneinander wie ein Fließbandarbeiter das einfach ab. Wenn die Sachen dann erledigt sind, ist eine zweite Komponente beim Parallelprozessing nicht nur die Rechenleistung, die erfüllt werden muss, sondern es ist die Vernetzung der verschiedenen Prozessoren untereinander. Das heißt, sie müssen kommunizieren, sie müssen sich Daten austauschen, sie müssen sich mitteilen, in welchem Zustand sie sind. Und die dritte große Komponente beim Parallelprocessing ist das Schreiben der Ergebnisse. Es gibt so einen Spruch, der sagt, ein High-Performance-Computer ist ein Gerät, was aus einem rechenintensiven Problem ein datenintensives Problem macht. Das heißt, der nächste Schritt, den ich dabei habe, ist natürlich, wie gehe ich mit den vielen Ergebnissen um? Das Einlesen selber ist nicht unbedingt das Problem, aber das Rausschreiben der Ergebnisse, und das ist gerade bei der Klimamodellierung ein großes Problem, da kann es dann sein, dass ich dann also schneller meine Sachen rechne, als ich sie dann schreiben kann. Dann wird ja an der ZAMG ja auch HPC oder High-Performance-Computing betrieben. Seit wann wurde denn das an der ZAMG schon getan? Können Sie uns da einen kleinen Ja. Historisch gesehen war es früher so, dass die Zentralanstalt keine eigenen Modelle betrieben hat. Wir haben für unsere tägliche Wettervorhersage die Wettermodellergebnisse von anderen Wetterdiensten und ganz besonders vom Europäischen Zentrum für Mittelfristvorhersage, dem ECMWF, bezogen und hier im Prinzip nur das Postprocessing gemacht und damit halt unsere Wetterprognosen. In der Zwischenzeit ist immer mehr der Bedarf aufgekommen, dass man regional rechnet. Regional rechnen heißt, das war Ende der 90er Jahre, die Mesoskalenmodellierung, dass ich einfach speziell eine höhere räumliche Auflösung benötige, um bestimmte geografische Gegebenheiten oder bestimmte Prozesse besser auffangen zu können. Wir haben seit 2001 vier HPC-Generationen gehabt. Der erste war 99/2000 angeschafft, ist 2001 in Betrieb gegangen. Der hatte 80 Gigaflops. Der nächste Rechner ist 2006 in Betrieb gegangen. Das war ein Vektorrechner der japanischen Firma NEC SX 8. Da habe ich hier einen Prozessor mal, der mir als Andenken übergeblieben ist. Der hatte eine Rechenleistung von ca. 560 Gigaflops, also Faktor 7, schon mal schneller, für ungefähr das gleiche Budget. Das heißt, wir haben keine Budgetaufwertung bekommen, sondern es war einfach so, dass wir die höhere Rechenleistung aus den technischen Fortschritten bezogen haben. Der nächste große Sprung war dann 2012, das war die SGI ISX mit 83 Teraflops und der aktuelle hat 550 Teraflops. Das sind natürlich sehr enorme technische Herausforderungen. Gibt es da auch Herausforderungen, die über die reine Rechnung hinausgehen? Ich denke da an Probleme wie Stromverbrauch oder Abwärme. Ja, das ist
so, dass die enorme Rechenleistung nur möglich ist, indem halt entsprechend auch diese Geräte gekühlt werden und entsprechend auch mit Strom versorgt werden. Der HPC bei uns im Haus ist das Gerät mit dem höchsten Stromverbrauch. In der Regel ist es so, dass der Strom, der verbraucht wird, bis auf die Rechenleistung, die dazwischen geschoben ist, 1:1 in Wärme umgewandelt wird. Das heißt, das, was ich an Strom reinstecke, kommt dann zur Wärme irgendwo wieder raus und ich muss da was mit tun. Ich muss deswegen was mit tun, weil ein Rechner nur dann gut läuft, wenn er in einem bestimmten Temperaturniveau arbeitet und entsprechend das, was an Wärme produziert wird, abgeführt wird, um das Temperaturniveau zu halten. Unser Rechner derzeitig hat einen Stromverbrauch von ungefähr 100 Kilowatt. Bei Vollleistung, die er nicht immer mal hat, aber wir kommen sehr oft da dran. Die 100 Kilowatt Strom-Wärme-Umrechnung muss irgendwo abgeführt werden. Ursprünglich waren die alten Geräte einmal mit reiner Luftkühlung zu kühlen. Die haben auch noch die Anforderung gehabt, dass das Temperaturniveau im Inneren der Computer auf den Prozessoren sehr, sehr niedrig gehalten werden musste, 20 Grad oder darunter, was dann natürlich auch eine große Kühlleistung erfordert hat. In der Zwischenzeit sind die technischen Möglichkeiten so, dass ich direkt die heißen Prozessoren durch Flüssigkühlung entsprechend auf dem Temperaturniveau halten kann und die Wärme direkt dort abführen kann, wo sie produziert wird. Und diese Flüssigkühlung macht es möglich, nachdem sie auf der einen Seite sehr effizient ist, dass wir die Prozessoren bei einer höheren Temperatur betreiben als bei einer reinen Luftkühlung, macht es aber auch möglich, dass wir durch die höhere Temperatur und die direkte Abführung unser Kühlsystem durch sogenanntes Free Air Cooling betreiben können. Was bedeutet, durch die normalen Außentemperaturen rein durch Ventilatoren kann ich die Kühlleistung erbringen, ohne dass ich jetzt eine Kältemaschine und einen Kompressor dazwischen habe. Ein bisschen in die Zukunft geschaut, erwarten Sie denn in der Zukunft besondere Entwicklungen im HPC-Bereich? Was ist dazu erwarten? Die besonderen Entwicklungen beim HPC gehen ganz massiv in eine Richtung neue Architekturen. Das sind zwei verschiedene Richtungen, die es dort geht. Auf der einen Seite neue Methoden, auf der anderen Seite neue Architekturen. Neue Methoden eher wissenschaftlicher Art. Es wird heute sehr, sehr viel Wert gelegt auf im Prinzip Umschreibung der Numerik einfach das Handling von den Gleichungen, die anders sind. Es kommen immer mehr herein AI-Methoden, die in einen Bereich reingehen, dass man jetzt sagt, bestimmte Parametrisierung, ob das jetzt von Mikrophysik und Ähnliches sind, kann ich einfach, ich sage mal, rechentechnisch billiger machen, indem ich halt durch AI die Parametrisierung verbessere und jetzt nicht eine, wie soll ich mal sagen, ungeeignetere Parametrisierung mit einem höheren Rechenaufwand betreibe. Also das sind diese Richtungen. Was sonst das angeht, das Technische, gibt es zurzeit viele Richtungen in Richtung GPUs. Der Schweizer Wetterdienst und das ETH Zürich arbeitet dort auch an einer speziellen Variante des Klimamodells Cosmo CLM, wo eben ganz massiv auf Nutzung von GPUs und den Möglichkeiten durch sogenannte Domain-Specific Languages, diese zu nutzen, wo aber die gesamte Numerik umgeschrieben werden muss, damit man das effizient nutzen kann.